Willkommen zu einer Minute mit Pastor. Ich grüße euch aus unserer Quarantänezeit, die wir jetzt gerade hier haben. Ich sitze hier in meinem Lieblingssessel, in dem ich gerne lese und in dem ich gerne studiere, mit meiner Bibel und lese gerade eben meine wundervolle Bibel und möchte sie ganz kurz ein bisschen euch vorlesen. Gestern haben wir über einen Vers gelesen in Jakobus, wo es heißt in Kapitel 4, Vers 8 haben wir gelesen, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Was für eine wundervolle Verheißung, in der wir wissen, dass wenn wir uns bemühen, uns Gott zu nahen, so wird er sich auch uns nahen. Nun, in der Apostelgeschichte finden wir, wie die Apostel selber sich darin bemüht haben, dem Herrn zu nahen. Und zwar in Apostelgeschichte 2, Vers 44, da heißt es, oder 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Amen. Und was ich tun möchte in den nächsten Tagen ist, ich möchte eine Verbindung bringen mit dem Nahen zu Gott und zwar zu unseren geistlichen Disziplinen, die wir aufbringen in fundamentalen Sachen eigentlich unseres Lebens, um Gott näher zu kommen. Was wir also tun und womit wir uns bemühen, Gott tatsächlich näher zu kommen, bemühen können, natürlich so wie die Apostel es auch getan haben, damit wir Gott näher kommen können. Denn wenn wir wissen, beziehungsweise wir wissen nämlich, dass wenn wir uns bemühen, in unseren geistlichen Disziplinen Gott näher zu kommen, so wissen wir, wird er sich uns auch nahen. Was für eine tolle Verheißung wir doch da haben. Und hier sehen wir ein paar Dinge. Zum einen, sie blieben aber beständig. Also das zeigt uns hier, sie haben geistliche Disziplinen aufgebracht. Sie waren also beständig in dem, was sie je taten. Und zwar beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Sie waren also standhaft, beständig, diszipliniert in der Lehre, also im Wort Gottes natürlich, in der Gemeinschaft. Sie sind also beständig zusammengekommen und haben Gemeinschaft gehabt, was wir jetzt vielleicht nicht immer so in dieser Form haben können, aber sie haben geistliche Gemeinschaft gehabt. Und nicht nur das, sie blieben beständig im Brotbrechen, in dem Abendmahl natürlich, aber auch im Gebet. Amen. Und da sehen wir gleich das Erste, was ich euch ein bisschen nahebringen möchte, ist das Wort Gottes, liebe Geschwister. Und sie blieben beständig im Wort oder in der Lehre der Apostel, das heißt also im Wort Gottes. Und deswegen ist es auch so wichtig für uns, diesen elementaren Aspekt weiter beizubehalten, beständig darin zu bleiben, im Wort Gottes zu bleiben, es zu lesen, es zu studieren, es zu verstehen, es aufzunehmen und es wirklich auch zu verdauen und das in unserem Leben umzusetzen. Warum haben wir nämlich hier in Hebräer, möchte ich euch kurz vorlesen, da heißt es in Kapitel 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Oh, was für ein wundervolles Wort wir hier haben und wie kraftvoll dieses Wort doch ist, liebe Geschwister. Es ist so kraftvoll, dass es in unserem Leben wirklich einen Einfluss hat. Es ist lebendig, es ist kräftig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch und scheidet Seele und Geist und auch Mark und Bein. Amen. Und es ist unser Richter der Gedanken. Wenn wir uns disziplinieren im Wort Gottes, auf diese Weise nahen wir uns Gott. Wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir das Wort Gottes studieren, auf diese Weise nahen wir uns Gott und wir haben die Verheißung, dass dadurch auch Gott sich uns naht. Geistliche Disziplin, liebe Geschwister, im Wort Gottes und so nahen wir uns zu Gott. Gott segne euch bis morgen.